Wer von euch hat schon einen Drachen getötet? Niemand. Wenn er zumindest mal noch sähe. Auch nicht. Traurig. Naja, Drachen sind riesig, gewaltig, gierig. Die umzubringen ist nicht ganz einfach. Kommt aus ein Ritter mit seiner funkelnden, polierten Rüstung. Funktioniert nicht. Der Drache sieht den Ritter auf 100 Meter funkeln. Ein schöner Feuerstrahl, der Ritter ist gegrillt. Mit der Kralle kann der Drache dann schön die Platte abnehmen und dann den Ritter ausschlürfen. Geht nicht. Wir müssen hier eine andere Strategie fahren. Wir brauchen ein kleines Messer. Das kriegt ein Kind in die Hand. Das lässt sich dann vom Drache fressen. Weil Drachen sind gierig, die fressen am Stück. Dann kann sich das Kind von innen nach außen durchschneiden. Nun, schmiede mir ein solches Drachentötermesser. Unser Ausgangsmaterial ist Rundstahl. Ein ganz besonderer Stahl. Muss sehr hart sein und trotzdem zäh, dass man sich durch den Drache durchschneiden kann. Allerdings am Griff ist Rundstahl nicht ganz so toll. Er liegt schlecht in der Hand. Kann sich verdrehen, kann rausrutschen. Ist nix. Wenn wir das Messer im Drache verlieren, haben wir ein Problem. Deswegen machen wir jetzt das erste Mal aus dem Rundstahl Vierkantstahl. Das gibt später den Griff. Jetzt wenden wir uns aber das erste Mal der Klinge zu. Wenn hier noch sehr viel Material stehe, ist überflüssig. Wir wollen eine kleine Klinge. Das ist das Messer. Schön noch, wenn ich in der Hand liegt. Schmode mir es einfach ab. Nichts weiter, wir schneiden. Hier kommt der Sauerstoff in der Luft an. Die Glut heißer. Du, ich bin gerade am Arbeiten. Wenn er damit aufhört, dann ist er mal wieder rund, aber kein Sauerstoff dazu. Hallo. Das Feuer hat vier Säulen. Wenn eine davon nicht funktioniert, kriegt es auch mal nicht. Ist warm oder ist warm? Noch nicht ganz warm. Aber jetzt. So wie es im Moment ist, ist nichts. Der Stahl ist vorne stumpf. Damit können wir uns natürlich den Drache durchschneiden. Da muss spitz werden. Auch das können wir hier kurz am Amboss machen. So. Einmal warm machen, Klinge ausschmieden. Und scharf schmieden. Weil mit dem stumpfen Messer kommt auch nicht durch den Drache durch. Scharf geschmiedet. Willst denn schon jemand prüfen, ob sie scharf ist? Nee, das ist nur noch zu weiß. Ist vielleicht auch besser so. So, nun zurück zum Griff. Haben wir den fertig. So ist da nichts. Er ist zwar vierkantig, liegt schon besser in der Hand. Aber wir können uns denken, so eine Drache drin ist sehr schleimig.
Das heißt, der Drachenschleim kann zwischen dem Messergriff und die Hand fließen. Man kann das Messer aus der Hand verlieren. Naja, ungünstig. Deshalb brauchen wir eine Drachenschleim-Ablaufrinne. Alle zusammen? Drachenschleim-Ablaufrinne. Noch klingt kompliziert, ist aber sehr einfach. Machen Schleimablauf drinnen. So wie der Griff im Moment ist, ist er noch zu dünn. Das heißt, später biege mir den rum. Aber zuerst machen wir hinten ein Häkchen ran, dass wir nicht in die Klinge reinrutschen. Es gibt Leute, die machen das mit der Zange. Solche Häkchen biegen. Ich persönlich mache es hiermit. Zum Rumbiegen. Machen wir auf dieselbe Weise, nur dass wir es nicht ganz einrollen. Wäre ja auch ungeschickt. So passt es gut. Fertig ist das Drachentötermesser. Fabian? Ja? Dankeschön.